Hallihallo, wie man sieht, habe ich hier keine weiteren Bezeichnungen aufgeschrieben. Ich denke, das ist schon geläufig geworden mit meinen Bezeichnungen, was R, was M und was G und T sind. Ja, deshalb liegt hier einfach nur die Tabelle mit Weizenmehlgewichten und Mineralstoffgehalt. Jetzt müssen wir nur noch die Typen bestimmen. Daher würde ich einfach nur loslegen. So, zunächst kann man dann G bestimmen. Sind 540 Gramm geteilt durch 120.000 Gramm mal 100%. Wie man sieht, habe ich hier 120 Kilogramm in 120.000 Gramm umgewandelt. Das Ergebnis ist dann 0,45%. Weiter müssen wir M bestimmen. 0,45 geteilt durch 86 mal 100. Ich hoffe, das nimmt mir keine übel, dass ich hier nicht immer die Einheiten schreibe, weil das wäre für mich zu viel Schreiberei. Ich weiß auf jeden Fall, worauf ich hinaus will und was mein Ergebnis ist, deshalb lasse ich manchmal die Einheiten einfach weg. So, in diesem Fall erhalte ich ungefähr die Zahl 0,523 und nach unserer Tabelle liegt die Zahl 0,523 in der Spannweite zwischen 0,51 und 0,63, also Weizenmehltype 550. So, die nächste Aufgabe ist ebenso nicht so schwer, weil wir im Prinzip dieselbe Rechnung immer wieder machen. Also da in dem Fall habe ich schon G berechnet, 1,75. Ja, Prozent müsste hier stehen, okay. Und M ist dann gleich nach meinen Berechnungen 2,035. Man kann natürlich diese Zahl mit 1000 multiplizieren, wie wir das gelernt haben, oder einfach aus der Tabelle die Zahl in der Spannweite suchen. Bei Weizenmehl liegt die Zahl 2,035 in der Spannweite zwischen 1,81 und 2,10. Das heißt eigentlich Weizenbackschrott und in diesem Fall Weizenmehltype 1700. Ich habe mir überlegt und mich entschlossen, die weiteren Aufgaben aus dieser Tabelle nicht zu berechnen, weil die sehen im Prinzip genauso aus wie die zwei davor. Das gleiche Prinzip. Ich würde aber gerne als Kommentare sehen, was man hier als Weizentype rausbekommen hat. Also die dritte Zeile und ebenso die vierte Zeile. Und ob man die Berechnung wirklich verstanden hat. Oder gibt es irgendwelche Fragen? Ich freue mich schon über deine Kommentare. Und im nächsten Video habe ich hier noch eine Aufgabenstellung, wobei es sich hier um Roggenmehlen mindestens und höchstens enthaltenen Gehalt handelt. Es sind drei Aufgaben. Im Prinzip sind die auch ähnlich. Diese Aufgaben werde ich mit Ungleichungen lösen. Deshalb ist auch wichtig, weiter dran zu bleiben und auch solche Art Aufgaben anzuschauen. Die sind schon etwas anders, weil man muss beides, mindestens und höchstens, bestimmen von Roggenmehlen, an Mineralstoffen von Roggenmehlen. Bis gleich!